Chacarel in New York. Ganze 4 Wochen im kreischenden Wahnsinn. Unfassbare und verstörende Szenen spielen sich hier ab. Thank you, Cowboy. Those friends. Ich bin Chacarel und euch nehme ich jetzt mit in die Stadt, die süchtig macht. New York City. Let's go. Hip-Hop-Tour, The Notorious B.I.G., Empire State Building. Und heute gibt es natürlich wieder eine Überraschung. Ich werde nämlich fast von einem riesigen Monster aufgefressen. Wir starten mit einer extrem coolen Hip-Hop-Tour hier in Brooklyn. Johnny Famous ist Rapper und DJ und er führt uns heute hier durch Brooklyn. Von ihm erfahren wir spannende Infos über weltbekannte Rapper, die er ganz persönlich kannte. Aber das ist nicht einfach so eine Labertour. Johnny Famous hat den Hip-Hop im Blut. Die Art, wie er spricht, wie er sich bewegt. Johnny Famous ist einfach ein cooler Typ und man merkt sofort, der Typ kommt aus New York. Man merkt sofort, dass er von der Straße kommt. Es gibt jetzt erstmal ein Stück Pizza und dann ziehen wir durch die Straßen Brooklyns. Wir machen uns auf den Weg zu der ehemaligen Wohnung eines weltbekannten Rappers, The Notorious B.I.G., auch bekannt als Biggie Small. Aber alle paar Meter müssen wir anhalten. Johnny Famous kennt die ganze Hood. Es gibt Handshakes, es wird gesmalltalkt, hier werden Kontakte gepflegt. Im Vergleich zu diesen Möchtegern-Draufgänger-Witzfiguren in Deutschland sind das hier wirkliche Gangster. Nach einem kleinen Fußmarsch durch die Straßen Brooklyns sind wir da. Hier hat er gewohnt. The Notorious B.I.G. Biggie Small, einer der bedeutendsten Rapper der 90er Jahre. Doch er ist tot. Bei einem Mordanschlag schießen ihm 1997 4 Kugeln in die Brust. Biggie Small, The Notorious B.I.G. mit richtigem Namen Christopher Wallace, stirbt mit gerade mal 24 Jahren. His mother was a teacher. Yeah. So this is considered like, you know, middle class. Of course, when he went to school and did whatever he did, you know, he got into his stuff, sold his weed or whatever. Then he had his first show over here. This red building right here. Okay. So well, he was maybe like 15, 14. And you know, he was rapping on the corner and Puff Daddy came inside. Well, who lived here at 226 is Biggie Small. Notorious B.I.G. Lived on the 3rd floor. And of course, I did a song with him, Big Daddy Kane show. You know, I used to dance with Big Daddy Kane. We had a show at Madison Square Garden. I think it was 1989. DJ Mr. C. Filmed it. Big up to Mr. C. Big Daddy Kane, myself, Shaheen, Tupac, and Biggie. So they most of the time they play the freestyle with Biggie and Tupac. It's 50 years of hip hop, why not? You know what I mean? Some people don't know. So that's the story about Biggie with me, man. Rest in peace, B.I.G. His flows are incredible still to this day. 50 years of hip hop, Johnny Famous. What Johnny doing? Und obwohl der Mordanschlag schon Jahrzehnte her ist, ist Biggie Small immer noch ein Teil Brooklyns. Biggie Small oder The Notorious B.I.G. Zwei unterschiedliche Namen, aber sie gehören beide zu demselben Gesicht. Wir ziehen weiter durch Brooklyn. Die Stimmung ist angespannt. Über unseren Köpfen hängen Kameras. Johnny Famous ist von Anfang bis Ende locker drauf. Er bringt uns jetzt erstmal zu einem kleinen Park. Hier können wir pissen gehen. Ein bisschen erhöht ist ein Basketballplatz und genau als ich die Kamera einschalte, versenkt der Typ den Ball im Korb. Hammer! Die Hip-Hop-Tour durch Brooklyn geht weiter und Johnny Famous bringt uns zu einem extrem geilen Graffiti von Old Dirty Bastard. This is his album cover, so it was very nice. He died at the age of 34. His son called Young Dirty Bastard, so, but he didn't put it out yet. So what? Young Dirty Bastard, don't wait. I'm like, better put it out if I take that beat. Was für eine geile Hip-Hop-Tour durch New York fucking City. Ganz ehrlich, ich halte mich zwar für einen verdammten Muskelprotz, aber die Typen sind echte Gangster. Hier von Brooklyn aus geht es jetzt gleich rüber nach Manhattan. Wir gehen nämlich aufs Empire State Building, aber vorher gucken wir uns noch einen der bekanntesten Influencer-Spots an. Dumbo. Wir müssen auf die andere Seite der Brooklyn Bridge. Ja, perfekt. Jetzt sind wir nämlich genau zwischen der Brooklyn Bridge und der Manhattan Bridge. Und wir sind da. Dumbo,
Down Under Manhattan Bridge Overpass. Eins der bekanntesten Fotomotive hier in New York City. Und das hat auch seinen Grund. Zieht euch mal diese Symmetrie der Häuser rein. In der Mitte schießt auf einmal die Manhattan Bridge hoch. Und was seht ihr da zwischen den Beinen der Manhattan Bridge? Das Empire State Building. Als hätte man es bei dem Bau mit eingeplant. Ist das ein Zufall oder was? Wie geil sieht das denn aus? Als wäre das nicht schon verrückt genug, dass am Ende dieser Häuserschlucht eine riesige blaue Brücke in den Himmel schießt, ist dann auch noch perfekt durch den Brückenbogen das Empire State Building. Und hier werden fleißig Selfies gemacht. Die neue Währung des Glücks, Social Media Herzchen. Und das ist mir in New York auch nochmal krass aufgefallen, diese permanente Selbstdarstellung. Also, eins ist klar, die letzten Jahre hat es ja zugenommen, dass wir unser Leben teilen und unsere Persönlichkeit den anderen zeigen. Aber was da abging, das war so überzogen gespielt und ich dachte mir so, Alter, wer interessiert sich denn wirklich für deine Fresse? Und zum Abschied winkt uns noch dieser Kollege hier zu. Girls, 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 schaus, 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 cooler Typ. Und wir ziehen jetzt zusammen zum Empire State Building. Und tatsächlich, hier ist es. Das Empire State Building. Da gehen wir jetzt drauf. Das Empire State Building ist nicht nur wunderschön, sondern auch eins der bekanntesten Gebäude der Welt. Dann will ich diesen geilen Wolkenkratzer noch einmal mit dem Weitwinkel filmen. Und was passiert dann? Der Busfahrer fährt mir voll durchs Bild. Verdammt, Frankie, was soll die Scheiße? Naja, wollen wir mal nicht so sein? Und gehen rein ins verdammte Empire State Building. Aber vorher gibt's noch diesen geilen Beauty-Shot. Mit der Blume. Und der Besuch im Empire State Building wird auch zu einem richtigen Erlebnis gemacht. Also man geht nicht einfach rein, fährt mit dem Aufzug hoch und guckt runter. Nein, man wird erstmal durchs Haus geführt. Da hängen dann Bilder, da gibt es diese geilen Skulpturen. Na klar, die filme ich auch zwei, dreimal. Aber dann geht's weiter rauf. Denn auf der nächsten Etage ist die Sicherheitskontrolle. Und dann startet die Tour. Es fühlt sich ein bisschen so an wie im Phantasialand oder im Moviepark. Denn auf dem Weg zu den Aufzügen wird die Geschichte des Empire State Buildings erklärt und wie das Gebäude gebaut wurde. Der Koloss ist über 380 Meter hoch. World's most famous building. Und das hängt auch damit zusammen, dass in unheimlich vielen Filmen das Gebäude eine Rolle spielt. Und das wird in diesem kleinen Kino hier gezeigt. Hier sehen die Besucher bekannte Filmausschnitte mit dem Empire State Building. Langsam werde ich ungeduldig. Ich möchte endlich die Aussicht sehen. Und dann werde ich plötzlich angegriffen von einem riesigen Monster. Scheiße, was ist hier los? Was passiert hier? Verdammte Scheiße, das ist King Kong. Der greift das Empire State Building an. Wir müssen jetzt ganz schnell weiter. Und dann sind wir endlich im Aufzug. Und von dem Besuch der anderen Wolkenkratzer wusste ich, ich muss nach oben gucken. Und tatsächlich, ich wurde belohnt mit einer Animation. Dem Bau des Empire State Buildings, aber von innen. Wie geil sieht das denn aus? Während ich mir jetzt den Film hier reinziehe, merke ich an den Ohren, dass es nach oben geht. Nämlich über 380 Meter hoch. Scheiße, ich denke mir die ganze Zeit, was ist, wenn jetzt das Aufzugseil reißt? Wenn wir jetzt nach unten schießen, dann war's das mit der Karriere. Und dann sind wir da. Zieht euch das mal rein. Dieser Ausblick, das ist der absolute Wahnsinn. Wir gucken gerade von Norden nach Süden. Vor uns liegt ganz Manhattan. Ist doch ganz klar, hinten erkennen wir sofort das One World Trade Center. Rechts ganz klein die Freiheitsstatue. Und auch hier sieht man wieder diese Karo-Anordnung der Straßen. Die laufen alle parallel nebeneinander. Einmal die Streets und einmal die Avenues. Bis auf eine Straße, der Broadway, geht einmal quer durch die ganze Geschichte durch. Da vorne der grüne Fleck, das ist übrigens der Madison Square Park. Und genau dahinter das Flatiron Building. Das sieht aus wie ein Bügeleisen. Und deswegen heißt es auch so. Diese Stadt hat mich einfach verzaubert. Dieser Ausblick, diese unzähligen Gebäude, diese riesige Fläche, einfach... Alter, was ist das eigentlich? Von uns aus gesehen ist jetzt links der East River und rechts der Hudson River. Ja, und links ganz klar, die Fifth Avenue führt voll nach Downtown. Oh, was ist das denn? Ein Heli. Als ich das hier gesehen habe, war mir ganz klar, Chacarel zieht nach New York. Ich meine, guckt es euch doch mal an. Was ist das hier für eine mächtige Stadt? Dagegen ist Berlin eine verdammte Witznummer. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal, wie hoch das Gebäude ist. Wenn man hier runterfällt und auf den Kopf knallt, dann zerplatzt der Schädel wie eine verdammte Melone. Die Arme und Beine fliegen dann wahrscheinlich ab und der ganze Körper ist nur noch Matsch. Also aufpassen. Bei diesem Schwenk hier sehen wir richtig geil, wie sich der Broadway einmal durch Manhattan frisst. Die einzige Straße in Manhattan, die dieses Karo-Muster hier durchschneidet. Wenn wir jetzt einmal nach Süden guckend nach rechts schwenken, dann sehen wir den Hudson Yards. Das fette schwarze Gebäude in der Mitte ist übrigens das Penn One. Und links daneben sehen wir ganz leicht angeschnitten den runden Madison Square Garden. Was für eine knallermäßige Aussicht. Wir schauen gerade auf die Westseite Manhattans. Ist doch ganz klar, das ist immer noch der Hudson Yards. Und rechts davon, da sehen wir fast schon den Times Square. Und noch weiter rechts oben im Norden ist
der Central Park. Die Anordnung dieser Gebäude ist einfach unfassbar. Es ist wirklich nicht zu glauben. Neben jedem Gebäude steht ein neues. Und das sind keine kleinen Gebäude, das sind fette Hochhäuser. Und hier dicke Wolkenkratzer. Oben auf dem Empire State Building laufen wir jetzt einmal die Plattform entlang und dann gucken wir nach Norden und da sehen wir einige fette Gebäude. Ganz rechts das fette Summit. Hier ist auch eine Aussichtsplattform. Dann sehen wir ganz hinten die Billionaire's Row. PS, dahinter liegt der Central Park. Ganz links an diesem roten Schild, dahinter liegt der Times Square. Und vor uns dieser grüne Fleck, das ist der Bryant Park. PS, rechts daneben ist die Public Library. Und nicht zu vergessen, genau in der Mitte meine Lieblingsaussichtsplattform. Das Top of the Rock, das Rockefeller Center. Und jetzt nochmal ein Schwenk von unten nach oben. Schaut es euch an, die Anordnung der Gebäude. Das sieht doch verrückt aus, das sieht doch aus wie im Film. Aber wir sind live hier in New York City. Und wenn ich hier oben die Anordnung dieser riesigen Wolkenkratzer sehe, da wird mir klar, warum sich Spider-Man hier so wohl gefühlt hat. Der konnte sich mit seinen Spinnennetzen von links nach rechts durch ganz Manhattan schwingen. Da hinten am Hudson Yards ist übrigens noch eine andere geile Aussichtsplattform, The Edge. Und da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin, das verspreche ich euch. Da unten am grünen Bryant Park haben wir auch schon zusammen gechillt in einer anderen Folge und haben von da unten nach hier oben gefilmt, aufs Empire State Building. PS, ganz in der Nähe von Bryant Park gibt es ein ganz kleines Pizzageschäft und da kostet ein Pizzaslice gerade mal $1. Und jetzt werfen wir einen Blick Richtung Osten. Hier ist der East River. Jetzt wird euch auch mal klar, wie groß Manhattan ungefähr ist. Auf der einen Seite der Hudson River und hier auf der anderen Seite der East River. Genau dazwischen liegt Manhattan. Und das sieht auch wieder so geil aus. Guck mal in der Mitte dieses fette Gebäude. PS, hinterm East River. Auf der linken Seite ist Queens und auf der rechten Seite Brooklyn. Wenn ihr darüber wollt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Entweder hier links über Roosevelt Island, da ist eine Brücke, oder die Williamsburg Bridge, die Manhattan Bridge oder ganz rechts von hier aus die Brooklyn Bridge. Unterirdisch fährt natürlich noch die U-Bahn, der verdammte F-Train zum Beispiel. Und da ist mein Lieblingsgebäude, das Chrysler Building. Für mich das schönste Gebäude in ganz Manhattan. Und rechts vom Chrysler Building aus sehen wir ganz knapp Roosevelt Island. Wenn wir jetzt mal nach rechts blicken, dann können wir vielleicht ganz, ganz klein die Brooklyn Bridge erkennen. Aber was wir auf jeden Fall erkennen, ist das One World Trade Center, das höchste Gebäude Amerikas. Jetzt gibt's noch ein paar Beauty-Shots. Zieht euch mal die Schaffenverlagerung rein. Da hat der Onkel ordentlich gezaubert. Ja, zugegebenermaßen. Ich bin hier oben auf dem Empire State Building ein wenig mit der Kamera ausgerastet. Und dann ist mir Folgendes eingefallen. Warum filme ich nicht einfach durch die Ferngläser? Das sieht richtig geil aus. Zieht's euch rein. The Edge. Der Times Square. Top of the Rock. Die Fifth Avenue. Das Flatiron Building. Den Washington Square Park. Das riesige One World Trade Center. Und natürlich die Freiheitsstatue. Also von hier oben, vom Empire State Building aus, habe ich fast jeden Winkel Manhattans abgefilmt. Das ist unglaublich. Ich war aber auch voll im Wahn. Ich meine, das hat mich so fasziniert. Das hat richtig süchtig gemacht, das zu filmen. Ich habe sowas noch nie gesehen, diese Anordnung der Gebäude. Unten die ganzen Autos. Du siehst immer wieder gelbe Taxis. Die ganzen Menschen. Das ist einfach verrückt. Und obwohl man so hoch ist, über 380 Meter, hat man das Gefühl, dass man erschlagen wird von der Stadt. Man wird von den Gebäuden so richtig zusammengepresst. Das fühlt sich total komisch an, aber mich macht das süchtig. Und immer so Fragen, die ich mir selbst gestellt habe. Wer hat diese ganzen Häuser gebaut? Wie lange dauert das, sowas zu bauen? Wo ist das ganze Material her? Und welche Menschen haben das hingekriegt? Dieser ganze Lärm, das tobende Chaos, für mich ist das eine der krassesten Städte der Welt. Na, die Sonne geht gleich unter und trotz der Wolken sieht das hier richtig geil aus. PS, hinterm Hudson River liegt New Jersey. Und jetzt schaut euch das mal an. Durch den Sonnenuntergang werden die Gebäude nur von einer Seite beleuchtet, aber nicht alle, nur die ganz hohen. Manhattan sieht jetzt vollkommen anders aus als noch vor 2 Stunden. Als hätte sich New York City ein kleines Nachthemd übergezogen. PS, die Drecksschweine haben anfangs von mir ein Foto gemacht, aber das durfte ich nicht haben, das musste ich kaufen. Ich durfte es nicht mehr abfotografieren, da waren die stinksauer, als ich das probiert habe. Dann gibt es natürlich noch einen Souvenirshop und hier könnt ihr kleine Empire State Buildings kaufen oder andere Sachen. Was für ein geiler Tag mit einer unglaublichen Aussicht oben auf dem Empire State Building. Chacarel in New York. Ab jetzt gibt es für jeden Tag, den ich da war, ein neues Video. Das wird krass und euch nehme ich mit.